Ja, die Deathmatches, die sind bei uns momentan eh sowieso. Wir kriegen eh nur auf die Fresse bei den Dingern. Und zwar teilweise sehr deutlich. Ich bin auch, muss auch zugeben, dass ich ja wirklich dieses, wenn ich Deathmatch spiele 5 gegen 5 und irgendwas, also jetzt nicht dauerhaft oder danach sich Kills machen muss, sondern einfach Trupp gegen Trupp. Ein schnelles Spiel, wie du selber sagst, ja. Oder Bomber. Ja, das sind einfach irgendwelche Leute, die meinen, die mit online euch Eierhaar zeigen müssen unbedingt. Ich glaube, ich habe eine meiner Folgen, glaube ich, da hat Sunny auch extrem gut gespielt, da hat die uns, glaube ich, die Runde gerettet. Die habe ich dann noch genannt, Sunny Max hart umkämpft. Naja, 10 Kills, boah, was war? Naja, ich hab heute schlecht geschlafen. So, wen haben wir da heute? Den I am Christoph und den Dragon 26 Snake. Heute sind wir tatsächlich nur zu dritt. Also heute spielen wir einen kleinen flotten Dreier. Die Mädels sind erst nächste Woche wieder da. Da bin ich aber raus. Und in 2 Wochen sind wir dann wieder voll. Wahrscheinlich. Warte mal. Nee, in 2 Wochen. Quatsch, Moment, halt, in 2 Wochen bin ich nicht da. Das ist ein Freitag. Der Samstag ist ja der zweite. Nee, ich bin jetzt 2 Wochen nicht da, genau, so ist es richtig. Am 25. und am 1. Richtig. Weil der 1.9. ist ein Freitag und da sind wir unterwegs. Genau, ich fliege nächste Woche Freitag in Urlaub, da bin ich safe raus. Und danach die Woche sind wir bei der Backnacht. Also, es wird es dann erstmal, wenn das hier durch ist, mal keine Weile, keine Rainbow Six kommen, aber dann irgendwann wieder. Aber das steht ja auch bei mir immer drin, wenn es zeitlich passt. Aber ich glaube nicht, dass wir heute 15 Matches gemacht bekommen, damit wir das so vorbereiten. Hilfe, ich hänge über die Ecke. Ja, passt ein bisschen auf wegen Spawn Pika und so ein Scheiß, wir kennen das ja so ein bisschen. Ach ja, das sind ja die beiden Dinger. Die beiden Wendys. Ja, ich hätte gerne nämlich vorher mal reingefused. Oh, joi, weg da! Meine Fresse, Idioten, ey. Oder war das einer von uns? Nein, nein, nein. Papa, weg da. Ich hab nix. Aber irgendwer, ich weiß nicht, ob das einer von uns war oder einer von denen war, die meinen hier eine Blendgranate geworfen zu haben. Ja. Gut. Zwei haben sich selber getötet und die anderen haben dann quasi zugemacht. Also zweimal Friendly Fire beim Gegnerteam. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einer von uns, was ich glaube, vermute, es von denen war, die fingen einmal an, erst eine Granate zu werfen nach draußen, die nicht ganz passte, wo die uns fast ausgelöscht haben und dann noch die Blendgranate hinterher. Und dann machen sie die scheiß Fenster auf. Das ist das Problem manchmal, wenn du mit Wendys spielst. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Naja, Hauptsache, wir führen 1-0.
Ja. Weiß ich, Archiv? Ist das nicht so? Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich spiele das Spiel schon so lange, jetzt fangen sie schon an, sich wieder rauszunehmen. Eine First haben sie. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Und ein Castle. Ne, Castle haben wir ja. Also First auf jeden Fall noch. Und entschärft sie. Ich kann es dir nicht sagen. Sei mal bitte vorsichtig, ich würde gerne mal fusen. Zwei, bei drei. Warte, Maki, nochmal, lass mal nochmal eine Ladung reinsetzen. Ich hab den nicht sehen können, wie soll ich denn das machen? Entschärfer wurde erneut gesichert. Nein, der saß da an der Ecke. Ich hab zu hoch gezielt. Der Ecke hat aber auch einen Aim wie Kartoffel. Es war auch mehr Glück, dass er mich getroffen hat. Schön. Fünfzig Sekunden. Schön! Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Oh ja, wir haben einen Teamwechsel bei uns. Einer ist raus und ein neuer dabei. Warte mal, ich spiele Legion. Schrotflinte spiele ich nicht. Klapper da hinten. Blinkplätzen. Ja, wie ich selber sagte, ich spiele gerne defensiv. Ich kann das manchmal. Ich kann das nicht da irgendwo reinrennen und rausrennen und was auch immer. Klappe da.
Scheiße! Nebenraum sind die auf jeden Fall. Der Deckel. Schade. Ja, und damit können die jetzt gerade nicht. Und dann T-Bagen, weißt du? Achso, die kriegen so auf die Fresse. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ich war hier. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Die Wand ist gesichert. Festige Mine. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Schade Munition. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Die kommen schon über die Garage oder versuchen zumindest unten nicht den Keller. Und Blitz dabei oder was? Oben auf dem Dach und der Blitz vor dem Fenster. Ein Q auf dem Dach. Sehr geil! Missionserfolg für eigenen Trupp. Forstmatte. Na gut, jetzt hatte ich schlecht angefangen, aber gut, na gut, dann haben wir den immer rausgeholt. Ja gut, meine 3 Kills war der Fuse, ne? Ajö. Gut, muss aber zugeben, dass die Gegner teilweise in der ersten zwei Runden mit sich selbst beschäftigt waren. Die haben sich doch gegenseitig da weggeschossen. Und sie konnten, muss ich sagen, sie konnten durchaus angreifen. Verteidigen haben sie nichts auf die Reihe bekommen, aber beim Angriff haben sie es geschafft. Und jetzt hat man Glück, dass die Frostbatte zugeschlagen hat. Ja, der war nervig. Weil ich hatte den Blitz und die IQ gegen mich in der Runde. Und der Blitz hat mich ein bisschen abgelenkt und da hat die IQ mich vom Dach oben weggeholt.